Oh Gott, ich habe das immer gehasst, wenn das Thema dran kam, Das war richtig schlimm. Hey Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich mal wieder auf ein Video von Mochi-07. Und zwar heißt es, wenn die Klasse 4C Biologie hat. Ich habe Mochi natürlich schon abonniert, das Glöckchen aktiviert und ich gebe dem Video natürlich jetzt noch einen Daumen nach oben. Seid auch cool. Und gönnt auch diesem Video einen Daumen nach oben. Und abonniert auch diesen Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Aber jetzt kommen wir zum Video. Let's go! Wo ist diese Musik nicht? Aus Naruto? Siehst du das auch? Nein. Ja, ich sehe es. Burak und Mehmet, die reden nicht miteinander. Die sind doch eigentlich beste Freunde. Ja? Ich frag mich, was da wohl passiert ist. Idiot. Selber. Schaust du dich selber mal an so. Und du nennst dich Freund, ja? Digga, Larissa, ich will unbedingt wissen, was zwischen denen passiert ist. Es muss auf jeden Fall etwas ganz Schlimmes passiert sein. Mehmet. Was? Ich habe deinen Namen mit Herz in mein Handy eingespeichert. Ja? Ich werde das Herz entfernen. Oh. Oh, das ist serious. It's getting Glaubst serious. Du, Mehmet hat Burak sein Geld geklaut? Ja, sowas in der Art muss es sein. Du wirst das Herz neben meinen Namen entfernen. Okay. Ich werde deinen Namen neben mein Herz entfernen. Du wirst das Herz neben meinen Namen entfernen. Ich werde deinen Namen neben mein Herz entfernen. Arriba! La 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 la. La 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 la. Okay, stopp jetzt. Was ist zwischen euch los, dass ihr so reagiert? Ich sag, was los ist. Burak kommt morgen nicht in die Schule und lässt mich alleine hier. Mit all den Idioten so hier. Und wegen sowas rastet ihr aus, ihr Pappnasen? Ja, es hat was mit Jolli. Ich verstehe es. Ich hab das auch absolut gehasst, wenn meine beste Freundin gesagt hat, ey, ich komme morgen nicht zur Schule, weil ich habe einen Termin oder sowas. Ich so, du, like, for real, konntest du nicht irgendwie den Termin auf einen anderen Tag verlegen? Oder mir wenigstens davor Bescheid sagen, dass ich krank machen kann oder auch einen Termin verdingsten kann? Ihr wisst, was ich meine. Jolalität zu tun. Man lässt keine Jolalität. Digga, kommt einfach nicht in die Schule. Was für im Stich lassen? Natürlich, du verstehst sowas nicht. Du bist Allmann. Du hast weiße Po. Was hat es damit zu tun, dass ich einen weißen Po hab? Mehmet! Du kennst nicht einmal den Grund, wieso ich morgen nicht komme. Burak, zu spät. Ich brauche deine Ausreden nicht. Dein Vater braucht Hilfe für deine Geburtstagsparty. Was? Dein Vater hat geplant, die Überraschungsparty in Murats Dönerladen für dich. Und er hat Hilfe gebraucht. Ich gehe nicht in die Schule. Für dich! Weil ich mit meinen Händen dort geholfen hätte. Gehilft? Sagst du mir dann, dass ich kein Freund bin? Burak, nenn mir eine andere Person, der für dich Party in Dönerladen plant. Keiner. Es macht keiner. Aber ich! Ich hätte für dich dort bunte Ballons geblasen. Er hat geblasen gesagt. Und ich wusste alles so schön dekoriert, damit für dich dann passt, damit du glücklich bist. Burak, ich nehme alles zurück. Ich brauche dich. Du bist wirklich ein sehr guter Freund, so. Mehmet, ich bin... Schülerpause ist zu Ende. Holt eure Biologiebücher raus. Wir lernen heute, wie Babys entstehen. Oh. Was? Verdammt! Oh Gott, ich habe das immer gehasst, wenn das Thema dran kam. Das war richtig schlimm. Denn das heißt, die Jungs werden immer irgendwelche komischen, zweideutigen Witze machen. Biologie. Das Fach, welches Wissen über Körper und so vermittelt. Ich weiß, ihr wartet wieder auf die zwei Wörter. Intro ab. La, 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 la. Ah, jetzt kommt das noch. Willkommen in der Klasse 4C. Chaos, Schlägereien und Drama, das ist hier normal. Es fliegen Bücher, Fäuste, Stühle, manchmal auch das Lineal. Lehrer haben Angst, keiner kann uns kontrollieren. Willkommen in der Klasse 4C. Oh weh, oh weh. Stopp, das reicht jetzt. Halt's Maul. La, 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 la. Vor dem Unterricht gab es ein kleines Drama zwischen Mehmet und Burak. Idiot. Selber. Schaust du dich selber mal an so. Aber das war nur ein kleines Missverständnis. In diesem Video hat die Klasse 4C Biologie. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Fach die Klasse 4C als nächstes haben soll. Let's go. Wie entstehen Kinder? Oh! Oh! Was sagtet ihr, by the way, bevor ihr das wirklich rausgefunden habt, wie Kinder entstehen, wie sie entstehen? Oh, Haram! Haram, gib Hand runter! Wieso reden wir eigentlich, wie Kinder entstehen? Wieso nicht? Wieso schon? Wieso nicht? Wieso schon?
Wieso schon? Herr Lehrer, sowas, wir müssen nicht wissen. Das steht so in meinem Lehrplan, deshalb nehmen wir es auch durch. Wer nimmt hier wen durch? Ich glaube, der Lehrer seine Frau. Was? Wie bitte? Wieso bin ich mit solchen Idioten in der Klasse? Leute, es dient nur zum Zweck der Weiterbildung. Ihr müsst wissen, wie ihr auf diese Welt gekommen seid. Digga, ist Biologie eigentlich nicht mit Tieren und so? Und Banane, Kartoffel? Ja, ich habe gedacht, wir lernen so wichtige Dinge, so Bio und... Logie. Luxembourg. Und nicht Haram-Sachen, Jani. Na gut, ich werde euch erst am Ende erzählen, wie Kinder entstehen. Mashallah. Sie kommen von falschem Weg auf das gerade Weg. Was? Willkommen in der Klasse 4C, OWOW. Das Herz ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Organ im menschlichen Körper. Ohne dem Herz kann man nicht leben. Ohne Döner kann ich auch nicht leben. Schon der 5. unnötige Kommentar von dir heute. Sie zählen das mit? Ich habe gedacht, ich habe viel mehr unnötige Kommentare. Aber wenn es nur 5 sind, alles gut. Ich bin glücklich. Herr Lehrer, können Sie bitte weitermachen? Ich möchte mehr über das Herz wissen. Amanoko domo chojo. Streber. Ferdinand, ein Glück, dass du noch in diese Klasse gehst. Also, wie gesagt, das Herz ist wichtig, weil es das Blut im Körper pumpt. Wo befindet sich das Herz? Ah, ich weiß! Hier. Nein, definitiv nicht auf der rechten Seite. Ich bin doch auf der linken Seite. Nein, bist du nicht. Ja, okay, wo ist denn links? Ja, wie wo ist links? Ja, hier ist rechts. Wo ist links? Links ist einfach nicht rechts, sondern das andere rechts. Hier? Nein. Da? Nein. Hier vielleicht? Jacqueline, links! Das Herz befindet sich auf der linken Seite! Digga, sorry, dass ich eine Links-Rechts-Schwäche hab. Nein, das ist keine Schwäche mehr. Das ist eine Behinderung. Oh nein. Was hast du gesagt? Du bist selbst so. Sorry, aber wieso weißt du nicht, wo links und rechts ist, Janne, so? Ich hab einfach Probleme damit! Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß! Mein Herz ist da. Und du weißt nicht, wo dein Herz ist, weil du keins hast. Bitch. Und du weißt nicht, wo dein Herz ist, weil du keins hast. Bitch. Arriba! Zitat, ich lieb das irgendwie. Komm in der Klasse 4C, OWOW. So, die Stunde ist bald zu Ende. Pardon, wollten Sie uns nicht erzählen, wie Kinder entstehen? Ferdinand! Was? Was ist? Ich bin interessiert. Ist das ein Problem? Sehr gut, dass einer aufpasst. Stimmt, du hast mich erinnert. Ich erzähle euch jetzt, wie Kinder entstehen. Gott, bitte verzeih mir. Holt euch Stift und Papier raus. Notiert euch das mit. Ich bin nicht bereit dafür. Kinder entstehen, wenn... Ja, und so entstehen Kinder. Genau. Geil. Okay, cool. Kann man, wenn man 14 ist, auch ein Kind bekommen? Ich frag nur so. Oh, what the hell, bitch? Was? Willkommen in der Klasse 4C, OWOW. Okay, hier beende ich das Video. Das war 4C hat Biologie. Bye. 10.000 Likes auf dieses Video kommt eine weitere Folge. Schreibt deshalb gerne in die Kommentare. Okay, Leute. Ich glaube, das war's mit Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es ist, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.